Herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Wir sind bei Station Nummer 17. Wir sind in Japan zu Gast. Eine Woche nach dem regulären Rennen hier in Japan sind wir jetzt zu Gast und wollen mit dem Williams ein gutes Ergebnis rausfahren, um vielleicht sogar nochmal was mit der WM zu tun zu haben. Ja. 17. Station, wie gesagt, viertletzte Rennen. Danach haben wir noch 4. 18, 19, 20, 21, 4 Rennen, also 5 letzte Rennen, Entschuldigung. Ja, 4 Rennen haben wir danach noch. Also, wie gesagt, jetzt erstmal Japan und nächste Woche geht es dann nach Mexiko. Aber jetzt erstmal Suzuka, eine klassische Strecke, die einzige Strecke bei uns mit einer 8 als Form. Und, ja, auf jeden Fall eine klassische Strecke. So. Haben wir was, haben wir denn Schönes? Die Wettervorhersagen fürs Qualifying und fürs Rennen sehen sehr, sehr gut aus, weil vor allen Dingen alles trocken. War ja letzte Woche in der Real Formel 1 im Qualifying nicht so. Zumindest bei dem ursprünglich angesetzten Qualifying war es nicht so. Aber nach. Naja, okay. Wir haben alles abgeschlossen. Die Motorleistung und die Ölverbrennung und das neue Getriebe sind drin. Und wir wollen auf jeden Fall, uns das besser als Platz 14 qualifizieren. Naja, gut, okay. Habe ich überhaupt ein Setup für Japan? Warte mal, ich gucke gerade, was er fehlt. Ich gucke mal gerade, was das zeigt. Wir passen das Teil an. Oh, so. Gut, gut. Okay. Gut. Dann gehen wir mal ins erste freie Training für diesen Freitag. Entschuldigung, Freitag ist es natürlich und nicht Samstag. Mein Gott, ich quatsch wieder einen Scheiß. Mag ein bisschen nochmal eine Uhrzeit liegen. Ich komme auch gerade von der Arbeit und jetzt ja, heizt es wieder ein bisschen. Naja, wie dem auch sei, wir gehen rein auf jeden Fall ins erste freie Training. Von Japan auf dem Suzuka Circuit, der nicht nur beim Publikum extrem beliebt ist, sondern den fast alle Fahrer als ihre Lieblingsstrecke nennen. Wir freuen uns auf das freie Training. Eine der furchteinflößendsten Kurven aller Formel 1 Strecken ist die legendäre 130R. Mhm. Ein ungewöhnlicher Name, den sie ihrem ungewöhnlichen Design verdankt. Eine Biegung mit einem Radius von 130 Meter. Und direkt danach ein Richtungswechsel. Nach mehreren schweren Unfällen wurde die Kurve im Laufe der Jahre umgestaltet, um eine gerade Einfahrt zu ermöglichen. Dadurch ist sie jetzt eine Linkskurve mit 2 Scheitelpunkten. Trotz der Änderungen, mit denen die Kurve sicherer wurde, stellt sie dennoch eine der größten Herausforderungen für Formel-1-Fahrer dar. Sie war auch Schauplatz eines der berühmtesten Überholmanöver von Fernando Alonso, als dieser 2005 Michael Schumacher auf der Außenlinie überholte, während er in die 130R bog. So ist es. Gut. Carl probably mentioned the new parts that have come in from the factory. Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. Du guck mal, was das Wetter überhaupt sagt. Der Trainingsbetrieb. Training 2 nass. Training 3 komplett nass. Also, okay, wir müssen also tatsächlich schon mit den Softreifen fahren. Hm. So, haben wir Japan. Na, wir haben Japan trocken. Wunderbar. So, dann fahren wir mal raus auf die Strecke und zeigen. Gut, ist es nur im Training. Im Training tatsächlich im das Training. Und das ist. Und das ist hier die gefürchtete 130R. So, letzte Schikane. Und jetzt geht's hier los auf die. Ich hatte sie gerade. Wir wollen natürlich hier ein gutes Ergebnis holen, auch im Training schon so ein bisschen beweisen. Und da schon einen ersten guten Eindruck machen. Ob wir hier mit dem Sieg fahren, weiß ich nicht. In Russland ist es ja Gott sei Dank mal wieder gelungen. In Japan mal gucken, müssen wir schauen, wie es halt wird. Schön durch diese Rechts-Links-Esses, die auch nicht ganz ohne sind.
Und jetzt geht's unter dem Tunnel durch. Das war dieses Crossover, was im Teaser angezeigt wurde, angesprochen wurde. Und jetzt ist die Haarnadelkurve hier. Ja, nächste Woche steht Mexiko auf dem Schirm und jetzt aber erstmal, wir konzentrieren uns voll auf Japan. Jetzt kommen wieder so Strecken, die mir persönlich liegen. Eigentlich haben wir bisher nur zwei schlechte Rennen gehabt. Drei schlechte Rennen. Mit Baku, Australien, Baku und Singapur. Australien hat noch ein bisschen, war ein bisschen unglücklich. Weil das Lenkrad gerade irgendwie nicht das wollte, was ich wollte. Und jetzt schauen wir mal, wie hier die Zwischenzeit ist. Die reicht auf jeden Fall, um Lukas Weber erstmal zu packen. Wobei das noch nicht super war. Das war nicht souverän. Im Gegensatz zum letzten Rennen wollen wir natürlich hier ein bisschen... Wollen wir uns diesmal im Training ein bisschen besser zeigen und im Idealfall keine Gewinnstrafe holen. Hat man jetzt zweimal hintereinander mit Singapur durch den Teilwechsel und mit Russland durch den Unfall mit Max Verstappen. Beides natürlich berechtigt, da sage ich auch gar nichts gegen. Wobei wir in Russland Gott sei Dank, dass sie den komplett reparieren konnten. Weil wir echt gut dabei waren. Okay. So, jetzt schauen wir mal, dass wir nochmal ein besseres Zeichen, besseres Ergebnis holen. Noch gab es keine Fahrerwechsel. Ich bin gespannt, wie es nach der Saison aussieht. So, Weber fährt nochmal eine schnellste Rennrunde mit 1,70. Also dann müssen wir nochmal nachlegen. Und das war alles andere als gut, was wir da gerade abgeliefert haben. Und Weber fährt auf Medium. Das muss man auch mal so sagen. Alpha mit auf Medium. Hat momentan unsere uns als Konkurrenten. Beziehungsweise den haben wir momentan als Konkurrenten. Reicht nicht. Es reicht nicht, Leute. Wenn wir mit dem Alpha schon unsere Schwierigkeiten haben, wie soll das jetzt denn, wenn wir in die Top-Teams fahren? Vettel, Hamilton, etc. Ne? Leclerc. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen was nachlegen, was die Zeiten betrifft. Momentan sind wir auf Bestzeitkurs. Sagt jetzt auch wahrscheinlich der erste Sektor. Der nicht ganz. Ne, ne, er zeigt nicht Violett an. Jetzt war ich da dabei. Jetzt legen wir Weber nochmal mit einer Bestzeit hinterher gezogen. Und der Sektor 2 sagt jetzt Gott sei Dank auch mal endlich Violett. Da bin ich einfach nicht reingekommen. Müssen wir nochmal probieren. Jetzt haben wir nochmal eine Sekunde. 1,34,2. Das ist auf jeden Fall. Das ist ja nicht mal eine Runde, mit der wir arbeiten könnten. Oh, ein Stückchen trinken.
Mercedes vorne. Aber es erwartet keiner, dass wir hier gewinnen. Ich bin froh, wenn wir ein paar Punkte mitnehmen. Und eventuell Vettel schlagen. Ich glaube, gegen den Mercedes wird definitiv nichts dieses Jahr drin sein. Und jetzt haut Leclerc noch eine raus mit Medium. Die Session ist abgeschlossen. Jetzt für Vettel auch noch dazwischen. Unsere Top 3 noch einmal. Hamilton, Leclerc und Valtteri Bottas. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Platz 5 auf Soft. So, das war das T1. Jetzt geht's weiter mit Training 2. Bekommen und gehen dann quasi ohne Umschweife rein ins zweite freie Training für heute. So, also. Habe ich überhaupt ein neues Setup für Japan? Ja, würde mich nicht wundern. Oder hätte mich schwer gewundert, wenn wir keins gehabt hätten. So. Dann hüpfen wir mal rein ins zweite freie Training. Jetzt leider diesmal nasse zweite freie Training. Platz 5 im ersten. Ich glaube, viel mehr sollte, dürfte, könnte, wie auch immer, nicht drin sein. Naja, schauen wir mal, wie sich das Rennen noch entwickelt oder wie sich das Wochenende noch entwickelt. Ich glaube, wir werden keinen Sieg, wir werden hier nicht um den Sieg mitkämpfen. Naja, schauen wir mal. Aber ist ja alles noch möglich. Ich habe ja aber trotzdem schon deutlich mehr erreicht in der Saison, was ich mir für möglich gehalten habe. Ich glaube, ich 6 Rennen gewonnen oder so. Ersten Sieg damals in Monaco. Dann folgt damit Österreich, Kanada noch, welche, Ungarn, Italien, jetzt Russland. Das ist ja Sektor 1 übrigens. Also wie gesagt, wir haben einige gute Ergebnisse schon rausgeholt diese Saison. So, die nächste Kurve ist genau diese 130R. Sektor 2 ist violett, die muss man aber ähnlich wie die Rouge ein bisschen rumfahren. Ich habe sie jetzt ein bisschen geschnitten. Weil das Setup momentan auch passt. Also wenn man es. Es ist halt trocken, ne? Jetzt 45,3 reicht aber momentan nur. Reicht für P1 momentan, aber da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen was geben. Vor allem, weil das dritte freie Training komplett nass ist, also richtig nass ist. Da werden wir da mit Full Wet fahren müssen. Japan gehört ja schon sehr lange, damals in 64-Zeiten noch. Also, ja, ist schon eine Weile her. Ich bin ein bisschen was älter.
gehörte die Strecke, ähnliche Wege, zu meinen absoluten Lieblingsrennstrecken. Ich bin die so gerne gefahren. Immer mit diversen Teams immer wieder die gleiche Strecke gefahren. Meistens dann halt auch mit dem Williams, weil ich glaube, damals bei Formel 1 97 war das. Konnte man nämlich als einziges Team halt Williams, und da konnte man seinen Fahrer, seinen eigenen Fahrer ändern, da bitte den Fahrer ändern. Ich glaube auch bei 98 ging das. Als anstelle von Jacques Villeneuve. Und da konnte man dann seinen eigenen Namen eingeben, und das habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht. Bin dann mit meinem eigenen Auto gefahren, weil 98 zum Beispiel Williams hat ja Williams auch die 1 gehabt damals. Villeneuve ist ja 97 Weltmeister geworden. Hm? Sektor 2 sogar violett. Sektor 3 sogar violett. Also Sektor 1, Sektor 2 violett, Sektor 3. Nur Sektor 1 haben wir ein bisschen verkackt. Ah, das waren noch Zeiten, Formel 1 97, 98. So, das waren meine persönlichen Anfänge als quasi in der Formel 1. Also muss man mal auch schon mal sagen, wie gesagt, ich bin 32 jetzt. Da wisst ihr ungefähr, was ich angefangen habe. Mal so, schon mit dem Zocken. Also damals meine erste Konsole war ja ein N64. Damals in Mario Kart Yoshi's Island. Oh, habe ich mich damals gefreut, als ich die zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ich habe jetzt das Spiel ausgepackt. Ich dachte mir, oh, geil, Dings. Mit der N64 habe ich so übelst drauf gefreut. Dann habe ich ja Mario Kart ausgepackt. Da habe ich dann immer Freunde eingeladen, die in der Nachbarschaft gewohnt haben. Da haben wir dann immer Mario Kart gezockt. Ich hatte dann so 3 Controller da, dann auch. Dann haben wir echt die ganze Zeit wirklich Mario Kart bis zum Umfallen gesuchtet und so. Das war schon schön. War schon cool. Mario Kart ist ein absoluter Klassiker, definitiv. Aber wie gesagt, auch nur die Originalversion mit auf dem N64. Also nicht, dass ich die anderen Mario Kart Teile nicht mag. Ich glaube, ich habe fast alle gesuchtet auch. Mario Kart 8 Deluxe, also den Teil für die Switch, habe ich ja angefangen zu Let's Playen eigentlich. Ich habe da nochmal nicht mehr weitergemacht. Vielleicht müsste ich da mal weitermachen tatsächlich im Let's Play. Wenn ihr da wie mal Bock drauf habt oder so, müsst ihr mal gucken, wir nehmen irgendwo eine Playlist. So, und so einfach kommt man von Formel 1 auf Mario Kart. Super, und so verliert man auch mal eine halbe Sekunde. Na, da bin ich nicht sauber durchgekommen. Ich weiß, dass das nicht sauber war. Aber ich bin komplett rausgekommen, links wegen dem Auto vor mir. Das hat mich komplett aus dem Konzept gerade gebracht. Ich weiß gar nicht, wer das war. Die war sogar wichtig, die Zeit. Dass ich da nochmal nachgelegt habe. Jetzt kommt Bottas mit seiner Bestzeit. Ja, okay. Ich sage gegen den Mercedes wird da auf jeden Fall kein Kraut gewachsen sein. Ich denke, wir müssen uns so langsam mal von dem Gedanken abweichen, dass wir das Ding hier gewinnen. Aber ist okay. Wie gesagt, wenn wir da irgendwie Richtung Top 4, 5 sind, bin ich eigentlich schon zufrieden. So, jetzt haben wir Mercedes und die beiden Red Bull vor uns. Wir haben sogar Sektor. Ja, wir haben es nur in Sektor 1 verkackt. Da haben wir über eine Sekunde Rückstand. Das ist das Problem an der Sache. Es ist der erste Sektor. Zeit, noch einmal einen Blick auf die 3 Bestplatzierten zu werfen. Verstappen, Bottas und Pierre Gasly. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So, ach, gut. Das war Training Nummer 2 übrigens schon.
Und jetzt gehen wir ins komplett nasse T3. Wie gesagt, ich bin froh, dass das letzte Training, das Training hier nochmal trocken ist. So, da sind wir. Jetzt gleich auf der Strecke. Gut, das war schon, dass er da drin ist. Das heißt, wir können direkt drauf. Mal gucken, was es drin ist. Da gab es gerade kurz den Piepston für das DRS. Habt ihr mitbekommen? Aber es gibt kein DRS im Regen. Schreck ist das. DRS ist verboten. Zu gefährlich und so. Ich bin ein bisschen rausgekommen, Alter. Ist okay. Sagt der jetzt, haut er mir die letzte Zeit jetzt auch raus? Ne, gibt er mir eine Zeit, okay. Die letzte war mir herzlich egal. Muss jetzt echt höllisch aufpassen. Ich fahre, glaube ich, auch mit mittlere Traktion. Da muss ich mit dem Heck ein bisschen aufpassen. Gerade bei den Williams. Platz 4 nur. Aber wie gesagt, das war nur der erste Sektor, der uns eigentlich so kaputt, der uns eigentlich die Zeit gemacht hat. Sektor 2 und 3 waren wir mit Abstand die schnellste, aber die Sekunde, 1,1 Sekunden Rückstand am ersten Sektor auf die Spitze, das ist schon eine heftige Zeit. Und das war fast nicht gut, waren fast nicht mehr zu retten dann irgendwann. So, jetzt gehen wir in Sektor 1, haben wir jetzt erstmal violett. Aber Japan ist immer mal wieder für Schlechtwetter bekannt. Das hat man jetzt ja wieder dieses das letzte Wochenende. Das letzte Rennwochenende. Da gab es ja auch diesen Regen. Und das tragische Moment auch leider vergessen. Darf nicht vergessen werden. 2014. Also, wie gesagt, da leider mit dem schweren Unfall von Joe Bianchi. Ein ganz, ganz tragischer Moment, auch hier auf dieser Strecke, als er bei Regen unter einem Bergungskran rutschte. Ich weiß gar nicht genau, aus welcher Ecke das genau war. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ein bisschen anbremsen für die letzte Schikane, da ein leichter Rutscher war drin, das hat man gerade ein bisschen gehört. Und die Zeit ist nur 3 Sekunden langsamer als uns, oder 4 Sekunden. Ja, ich glaube auch nicht, dass das reicht, um... da vorne zu sehen, mal gucken, wie viel wert diese Zeit sein wird, wenn die anderen Fahrer kommen. Ich kenne keine nicht mehr. Also Bottas ist stark, Gasly war ja stark. Verstappen war stark. Vierter Platz war ja, oder was nur. Ich glaube 5 und 6 hatten wir. 5 und 4 hatten wir bisher. Also für ganz, ganz vorne wird es nicht reichen, dieses Rennwochenende. Das glaube ich nicht. Wenn es schon mit den Soft gegen die Medium. Boah, Alter. Übelst Rutscher. Ja, und dann bleibt Bottas doch dahinter. Jetzt haben wir nämlich genau diesen Gleichstand. Boah, den hat man mit den Inters ja auch. Aber gucken wir mal, wie gesagt, was drin ist. Vielleicht gibt es ja auch in der Quali kleine Überraschung morgen. Wir setzen nochmal eine Zeit jetzt gerade. Versuchen wir es nochmal. Wenn jetzt welche 5 Minuten sind, ein bisschen leichter Regen, muss man gleich mal beobachten, ob wir nicht gleich irgendwie nochmal. Ob wir nicht jetzt gleich nochmal auf Inters gehen können. Da habe ich jetzt gerade nichts machen können, weil das war jetzt einfach komplett weggerutscht. Und dementsprechend auch die schlechte Zeit, die jetzt weit über 1,50 liegen wird. 1,50,4. Aber das ist ja gegen unsere eigene Zeit, daher nicht weiter tragisch. So. Remember, we have a number of practice programs to run. It'll be very beneficial for the team if we do these. This is the only session remaining to do them. Ich muss jetzt gerade ein bisschen die Zeiten beobachten.
Ein 100. Vorsprung vor Bottas. Aber es ist wieder der erste Sektor, ne? Jetzt hat Vettel und Bottas beide nochmal einen raus. Vettel sogar auf Andi. Wir sagen ja, über eine halbe, weit über eine halbe, so 700. Und das ist mit dem zweiten Sektor nicht zu rechnen. So, gucken wir uns das gleich noch, ob jetzt gleich nochmal Interzeiten kommen. Nicht so aus, was würden da jetzt nochmal Zeiten kommen? Es bleibt, glaube ich, bei diesem. Da kommen die ersten Interzeiten, ja, sag ja. Jetzt kommt, irgendwann kommen sie nämlich. So, versuchen wir es nochmal in der Zeit zu setzen. Jetzt habe ich die Fetten gemischt, aber momentan noch nur 11 da. Schauen wir mal, wenn wir eine gute Zeit nochmal gesetzt bekommen. Gegen über der Konkurrenz. Ich glaube, wir haben, wie gesagt, wenn wir Vierter, Fünfter, das wird so, das glaube ich, höchste der Gefühle sein. Mehr wird es wahrscheinlich nicht gehen im Rennen. Es sei denn, wir haben ein bisschen Glück mit der Strategie. Und die jetzt vielleicht doch noch irgendwie aufs Podium bringen könnte. Mit den 45er Zeiten. Der fährt nur 3 Sekunden schneller als wir. Sektor 2, sagt Green Light. Let's go. Das wird nicht reichen für eine 44er Zeit. Platz 3 hinter Hamilton. Jetzt inzwischen Hamilton und Dreikönig. Ich vermute, dass ich im letzten Teil noch mal was verloren habe am Ende. Als ich die Schikane nicht getroffen habe. Jetzt geht. Hamilton 44,6. Eine 800 so schnell als wir. Also, da müssen wir nochmal richtig nachlegen jetzt. Das ist in unserem Problemsektor. Gucken, ob wir jetzt im letzten Teil nochmal ein bisschen was geholt bekommen. Jetzt müssen wir aber die Schikane vernünftig treffen. Das wird aber nicht reichen. Nee.
Das wird ein Duell zwischen Hamilton und Gasly. Punkt. Hakt dran, Erkenntnis. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, noch einmal die drei Besten platzieren. Gasly, Hamilton und Richter. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Vor allem gucken wir mal, was dahinter kommt. Ne? Red Bull, Mercedes ist okay. Aber dann Williams, Haas, Toro Rosso, Alfa auf dem 6 Plätze. Dann Williams auf 7, dann Racing Point auf 8 und dann McLaren auf 9. Und dann kommen jetzt die ganzen Topfahrer. Verstappen, Vettel, Bottas, irgendwann auf 13. Also ist durchaus. Leclerc hat sich gar keine Zeit gefahren. Hülkenberg, keine Zeit gefahren. Die meisten unten mit Fullwert noch gefahren. Also es ist tatsächlich nichts wirklich aussagekräftig. Die einzige Erkenntnis, die wir auf jeden Fall liefern können, ist, dass wir mit vorne, mit der ganzen Spitze, mit Platz 1 und 2 oder an der Richtung, nichts am Hut haben und wahrscheinlich auch nicht mit weiter vorne. Ich denke, wir können froh sein, wenn wir um Platz 5, 6 rum mitfahren. Mehr wird nicht drin sein. Naja. Gut. Nur kurze Nachrichten bekommen. Wettervorhersage ist Gott sei Dank trocken alles. Aber wie gesagt, das muss nichts heißen. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr da mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis in Japan. Und dann schauen wir mal, was letztendlich drin sein wird. Bis dahin und auf Wiedersehen.